Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind in Ranel. Und ihr habt mich doppelt gehört. Willkommen zurück, es ist mir eine große Freude. Ich habe nämlich nebenbei hier meine falsche Seite offen. Ich bin nämlich auf meinem... wo ist es denn hier? Ich muss auf meinen Stream Manager. So. Willkommen zurück, ich freue mich riesig. Wir haben beim letzten Mal die zweite der drei Flammen bekommen. Und damit ist unser Master Sword und unsere... Stärke gewachsen, kann man so sagen. Ne? Hauptsächlich, glaube ich, das Master Sword. Und wir müssen jetzt noch einmal zum Vulkan Eldin und dort die dritte und letzte Flamme holen. Aber vorher müssen wir zur Stätte der Lieder und das Lied bekommen, mit dem wir die Prüfung freischalten können, durch die wir das Artefakt bekommen, mit dem wir die Flamme bekommen. Mit der wir das Master Sword herstellen, um dann in die Vergangenheit zu reisen. Soweit meine Theorie. So, willkommen zurück. Heute Mittag schon ordentlich gespielt, knapp fast 4 Stunden war das, der Stream. Ich bin selbst überrascht gewesen. Ich habe meine Joy-Cons brav aufgeladen, wie angekündigt. Und wir machen weiter. Ich habe richtig Lust. Ich freue mich auch und mal schauen, wie lange wir machen. Ich habe Lust. Also ich habe noch was anderes vor, so ein Stündchen. Ich möchte gerne im Stream nachher noch was anderes machen. Aber ich habe einfach mega Lust auf das Spiel. Ab nach oben. Jetzt überlege ich gerade, wir haben ja ein paar... Wie viele Rubine hatten wir denn? Wir müssen erst zum Wolkenhort, ne? Oder? Bei Terry die neue Tasche kaufen. Sehe ich irgendwo meine Rubine? Nicht so richtig, ne? 1200. Hat nicht genau die Tasche 1200 gekostet? Oh mein Gott. Aua. Können wir Terrys Glock jetzt auch mit dem Bogen abschießen eigentlich? Ich hätte auch richtig Bock auf Ocarina of Time, ne? Das wäre so eigentlich mein nächstes Traum-Zelda-Spiel. Das wollte ich auch schon so oft mal spielen, auch privat, nie gemacht. So, also ich habe mal, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen Wassertempel gespielt, aber es ist ja... Dong dong! Komm nicht dran! Okay. Hallo? Ja, die Zusatztasche, 1200 Rubine bitte! Yay! Und damit haben wir unsere Tasche vervollständigt. Geil! Oh, vielen Dank, das gibt mir Kraft weiterzutreten! Ordentlich abgeblättert hier. Jetzt haben wir gar keine Rubine mehr, um unsere Sachen aufzuwerten. Guck mal, da. Oh Gott, das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Jetzt haben wir da ein Item. Wie komme ich denn da hin? Ist da irgendwie... Okay, fast. Wenn ich wüsste, wie die Steuerung funktioniert, könnte es klappen. Ich meine, das geht ja nicht, ne? Dass ich jetzt sage, hey, ich lande jetzt einfach hier. Nee, das geht nämlich nicht. Das ist halt echt schade, ne? Hier wollte ich gar nicht hin. Ist das hoch? Ich kipp jetzt mal voll nach vorne einfach. Okay. Puh.
1000 Rubine, komm. Einfach 1000 Rubine, why ever. 100. Wir können jetzt hier tauchen. Oh, wir haben hier viele Kisten. Ach, es ist schon ein geiles Spiel. Und vor allen Dingen, denkt dran, auch wenn ich ja kein großer Freund der Doppelbelegung des rechten Steuer... Auch wenn ich kein großer Freund der Doppelbelegung des rechten Sticks gewesen bin, kann man das ganze Spiel im Handheld-Modus spielen. Oh mein Gott. Oh Link, hast du schon eine Spur von Zelda gefunden? Ich muss dir etwas gestehen, um so stark zu werden wie du, trainiere ich seit kurzem jede Nacht und stehle meinen Körper. Also, naja, das ist mir zwar etwas peinlich, aber komm ruhig mal nachts in mein Zimmer, wenn du mich trainieren sehen möchtest. Okay, Gruß, mache ich. Dafür bekomme ich bestimmt hier Dinger, wenn ich dem helfe. Ihr wisst schon hier, für unseren dämonischen Freund. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache, doch ich wollte tauchen gehen. Wäre ja jetzt auch offiziell. Zwei Kisten sogar. Nochmal 100 Rubine. Und dann können wir doch Sachen aufwerten. Und. Ein Herzteil. Aber sehr nett, dass sie auf der Karte angezeigt werden, die Kisten. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas in Ocarina of Time nicht gab. Dass man da einfach jede Kiste selber suchen musste oder so. Okay, kann ich jetzt so und so und... Jawohl. So, wo hier jetzt noch eine Kiste ist, da bin ich aber etwas überfragt. Da hinten komplett, okay. So. Hier. Habe ich so einen schon, ja, ne? Ist sie da oben drauf? Ja, dann muss ich ja... Ich verstehe nicht, warum man nicht hier auch einfach abspringen. Ja, ja, bitte keine Standpauke. Ja, ja, nein, nein. Ja, 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 ciao. Ich verstehe nicht, warum man nicht hier einfach nochmal abspringen kann. Juhu. Das wird das ein bisschen angenehmer machen. So. Okay, wir schrauben uns mal rüber. Ich habe eine Theorie. So, also entweder, genau, das war meine Theorie. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Ranken für unsere Greifer nehmen können. Okay, die ist noch nicht aktiv. Jawohl, ja, guck mal. Und das ist auch noch so ein Ding hier. So ein Freund von uns. So ein Boing, ihr wisst schon. Herzteil. Okay. Oh yeah. Ein neugieriges Käferchen zu sein. Schöne Leistung. Bis hierher oben zu klettern. Wenn du von hier abspringst, solltest du auf der Spitze eines Turms landen können. Klingt doch nach Spaß, oder? Hihihi.
Also um meine eigenen und eure Nerven zu schonen, werde ich das jetzt mal nicht probieren, da oben drauf zu landen. Das können wir irgendwann mal als Challenge machen. Da war, glaube ich, kein Herzteil drauf. Deswegen sehe ich das gerade mal nüchtern. Ah, wie hieß denn der jetzt nochmal hier, den wir nachts besuchen sollen? Ah, Kurzzeitgedächtnis. Oh, ganz schlecht. So, hallo, ich bin wieder... Hallo? 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 Ich habe da so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule die Stimme einer Frau. Ich mag zwar aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir den Angstschweiß auf die Stirn. Also wir scheinen bald nachts rausgehen zu können. Oh, größer Köcher. Ah, ihr kommt gerade richtig, Wetter her. Ich habe neues Item, mein kleinen Köcher. Ja. Erstmal hier. Items verbessern. Schade, Wüstengras. Vogelfeder. Okay, schade. Wüstengras. Angriffskraft wird erhöht. Warum nicht noch 20 mal Wüstengras? Flugzeit wird erlängert. Ja, ich bin so hin und her gerissen, ob ich das gerade brauche. Das Sinnvollste wäre vermutlich hier mit dem, unseren Schild zu verbessern. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die neue Kraft deines Schwertes ermöglicht dir nun die Suche nach Schätzen mit Hilfe der Aurasuche. Wähle einfach Schätze als Ziele für die Aurasuche aus, wenn du diese Funktion nutzen möchtest. Okay, 290. Ja, ein kleiner Köcher, der ist ganz fantastisch. Für 150 Rubine. Ah, ist einfach wundervoll, werter Herr, der beste Kunde, ja. Ich würde ja inzwischen fast sagen, wir packen mal die Bombentasche weg, oder? Ja, sie ist immer noch so motiviert wie immer. Naja, nur eine Flasche brauchen wir auch nicht. Aber einen größeren Köcher brauchen wir halt auch nicht, ne? Aber wir haben so viel Platz. Dann nehmen wir lieber die Flasche mit. Ja, vielen Dank und so. Wobei, wir können doch eigentlich... So. Alles für mehr Schätze. Ich habe einen neuen Trank kreiert, mein Liebster. Den Lufttrank. Dieser Trank sorgt dafür, dass sich deine Luftanzeige unter Wasser langsamer leert. Das ist sehr praktisch. Ja, okay, den brauche ich wirklich nicht. Willkommen. Es tut mir leid, aber dass ich hier nichts vor mich hin seufze. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Ich sollte mich von den Kunden nicht beschweren. Tut mir leid, weiter geht's. Willkommen im Trankladen. Ja, ich verstehe. Komm jederzeit wieder. Ich habe das Gefühl, dass uns das nächste Lied nachts fliegen lassen kann. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt... Haben wir eigentlich noch mehr Kisten hier? Das sehe ich gerade gar nicht. Doch, kann ich nicht hier umschalten? Zoomen? Ah, die Roulette-Insel, ne? Wir müssen eigentlich mal einfach gerade... Wir gehen mal zur Stätte der Lieder. Weil mein Bauchgefühl mir sagt, wir können bald nachts fliegen. Alles geht gerade so heftig Richtung Nacht. Bling! Okay, und jetzt geht's wieder richtig ab hier, ne? Hier ist kein Schatz? Nein. Hallo, ich möchte nur... Oh mein Gott, ich möchte nur das letzte Lied haben, da bin ich schon wieder weg.
Also kleine Leviathane, ich sag's euch. Mega Geschwindigkeit. Max Geschwindigkeit. Ha ja, okay. Aber es ist auch schon das letzte Lied, ne? Nochmal fürs Protokoll. Okay. Ich finde das immer noch so gruselig, ne? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin erneut zu mir gesprochen. Vernimm die Botschaft der Göttin. Suche der heiligen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch eine heilige Flamme fehlt dir, um sie zu finden. Bedarf es der göttlichen Schätze, wie du schon weißt. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die ihrer würdig und dich ihrer würdig erweisen. Lesen sei gelernt. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich zum Vulkan Eldin, wo dich die letzte deiner Prüfungen erwartet. Dieses Lied heißt Dins Kraft. Ein Lied der Kraft, das dich führen wird, Gebieter. Ich werde Dins Kraft für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Vulkan Eldin. Okay, machen wir. Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir kein hier Wüstengras mitgenommen haben. Das finde ich schade, weil wir ja da waren. Ne? Das ist ein bisschen ärgerlich, dann könnten wir den Bogen upgraden. Und das wäre schon cool. Das wäre schon cool. Okay, so, dann einmal geradeaus, einmal runter und zurück. Ich meine, wir könnten jetzt auch natürlich einfach sagen, wir gehen nochmal nach Hanel, aber... Das würde ich gerne machen, wenn wir... Moment, hieß es nicht, dass uns der Drache von Ranel einen unzerstörbaren Schild gibt? Da ist auch eins von neu. Ich bin verwirrt. Hieß es das nicht, dass wir beim Drachen... Aber da war kein Drache. Wir haben nur das Schiff zerstört. Heieiei. Fliegen wir erst die beiden Kisten holen, ja?
Das ist ja sicherlich das Hylia-Schild. Die Frage ist nur, ob ich das schon hätte bekommen können oder ob das noch kommt, storytechnisch. Das weiß ich nicht. Din, 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 din. Noch zwei neue? Ah, da. Ja. Da unten ist eine, okay. Und ja, die andere kommen wir nicht ran. Doch, kommen wir ja wohl. Wir haben doch jetzt unseren Greifer, oder? Du hast eine Lebenskraftmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, erhältst du ein weiteres Herz. Okay. Die ist ganz schön viel wert, ne? Das ist doch das für... Wie viel kostet das? 800 oder so? Oder 1000? Da komme ich ja jetzt hin. Krass. Nächste Kiste. Trankmedaille. Trägst du sie bei dir, kannst du Effekte deiner Tränke verlängern. Okay. So. Okay. Also wir müssen jetzt dahin. Wir gehen mal zur Roulette-Insel. Waren wir auch lang nicht mehr. Nee, wir müssen ja... Ah, wir haben kein Nachtlied bekommen. Ja, dann gehen wir nochmal zum Wolkenhort. Aber wir haben nichts für die Nacht. Dein Roulette-Ding ist weg, glaube ich, oder? Was soll ich nur tun? Es ist zum Verzweifeln. Was ist denn los? Meine Roulette-Scheibe hat sich von meinem Rücken gelöst und ist nach unten gefallen. Ohne ihre Hilfe kann ich diese Insel zu keinem Ort, vergnüglichen Ort machen. Unmöglich. Was soll ich jetzt machen? Wenn sie wirklich auf das Erdland gestürzt ist, dann war es das wohl. Ja, such doch danach. Und wie bitte soll ich etwas wiederfinden, das durch diese dichte Wolkendecke gefallen ist? Das ist doch Mumpitz, totaler Wahnwitz, absoluter Quatsch. Ich kann das Objekt, das diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befindest, müsste ich dieses Objekt aus der Aurasuche entfernen. Ja. Sehr wohl, Gebieter. Die Aurasuche wurde von mir nach deinen Wünschen eingestellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gesuchte Objekt von hier aus in die Wüste Ranel gefallen ist, liegt nach meiner Berechnung bei 90%. Ich schlage vor, die Wüste nach dem Objekt aufzusuchen. Es wäre ein kleines Wunder, wenn mir jemand meine geliebte Roulette-Scheibe wiederbrächte. Aber dieser Gedanke sollte ich mir wohl was aus dem Kopf schlagen. Brauchst auch nicht mit Schall zu sprechen, das überzeugt mich auch nicht mehr. Okay, müssen wir eh hin. Dann gehen wir unsere Grasbälle holen. Wenn das mal kein, Schicksal ist oder so. Dim, 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 dim. Oh yeah. Ranel, ich komme. Wo gehen wir hin? Ich würde vorschlagen, wir gehen, Wüste Ranel einfach. Aber man kann nicht von Vogelstatue zu Vogelstatue reisen, ne? Das ist ganz schön gewöhnungsbedürftig. So, ich suche Gras. Wüstengras. Böe.
Da oben ist irgendwie ein Weg oder so. Guck mal, da war ich noch gar nicht. Da ist bestimmt unser Ziel. Aber how? Da ist eine Ausdauerfrucht. Die ist halt safe da, aber wie kommt man da hin? Nein! Ich brauche Wüstengras. Das muss eigentlich von hinten aus sein. Ist auch ein bisschen doof, wenn die von alleine kaputt gehen, ne? Okay. Vielleicht ja hier was drin oder so. Ernsthaft? Oh mein Gott. Oh yeah. Rüber, rüber, rüber. Ich muss hier einmal rüber. Danke für die Ausdauer. Hey, da ist die Scheibe. Na, das war ja easy. Du hast das Objekt gefunden, das der Betreiber der Roulette-Insel verloren hat. Es ist möglich, einen Roboter aus der Werkstatt zu rufen und es von ihm abtransportieren zu lassen. Soll ich den Roboter rufen? Sehr wohl, Gebieter. Ich werde den Roboter unverzüglich rufen. Verehrte Fall, ihr habt mich gerufen. Oh, dieser Ort, er ist ein herrliches Gefühl. Es ist toll, wieder hier zu sein. Lass uns euch abtransportieren. Schon gut, immer mit der Mondbrüder nicht. Verstanden, ich warte dann oben auf euch beide, bis später. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und das Objekt zum Besitzer der Roulette-Insel bringst, Gebieter. Erst sammeln wir ein bisschen Gras hier. Schön. Aber war hier nicht auch noch auf der Karte der Kreis? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Herzteil. Ich glaube, dann haben wir ein neues Herz. Oder eine blaue Vogelfeder. Krass, aber einfach mal einen ganzen Bereich hier, den ich nicht gesehen habe. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wüstengras. Verarschen, Alter.
Oh mein Gott. Ja. Gar keinen Bock auf euch. Ich will nur Wüstengras. Sorry, ich brauche halt Platz für Wüstengras. Kommt das einfach so oder wie ist das? Aber krass, dann war das alles hier Hakenstellen, von denen ich dachte, dass das für... Blom blom. Und... Robin, dankeschön. Oh yeah. So aus meinen Hacken, ne? Ich glaube, ich laufe das auf. Greifst du mich an? Nee. Eins hätte ich noch gern. Dann nicht. Okay. Aber geil hier oben. Einfach eine ganze Ecke oder beziehungsweise so ein Zeitkristall, den ich einfach nicht gesehen habe. Und was ist das jetzt mit dem unzerstörbaren Schild, dem vermeintlichen Hylia-Schild, dem hier? Fehlt mir ja auch noch. Sieht man es hier irgendwo? Ja. Und da bekommen wir gleich schöne Punkte. Und dann gehen wir zum Wolkenhort, helfen da den ganzen Leuten und bekommen nochmal schöne Punkte. Ich habe dieses wunderschöne kreisrunde Stück hergebracht. Falls du noch sowas brauchst, lass es mich bitte wissen. Ist das etwa? Kann es sein? Tatsächlich? Ich traue meinen Augen ja nicht. Meine geliebte Roulette-Scheibe! Vielen, vielen Dank! Nun kann ich endlich wieder... kann ich endlich meine Roulette-Insel in Betrieb nehmen. Oh, so glücklich war ich schon lange nicht mehr. Du darfst mein erster Kunde sein als kleines Dankeschön. Yay! 15... 20, noch 10. Ja, ich bin dein erster Kunde. Mein junger Herr, mir fehlen die Worte. Vielen, vielen Dank, dass du meine Roulette-Scheibe gefunden hast. Nun kann ich endlich wieder meine geliebte Roulette-Scheibe in Betrieb nehmen. Glücksspiel. Normalerweise verlange ich pro Spiel 20 Rubine, aber da du so nett warst, die erste Runde ist frei Haus. Yes. Bitte erlaub mir, dir die Regel zu erklären. Die Kanone hier in der Mitte wird dich in die Luft schießen. Das Ziel ist es, auf dem rotierenden Feld zu landen. Je nach Farbe, die das Ziel hat, kannst du Rubine eines bestimmten Wertes gewinnen. Landest du jedoch auf einem grauen Feld, tja, musst du mir Rubine zahlen. Die Bank gewinnt immer. Sei nicht allzu gierig. Ein wenig Glück gehört bei diesem Spiel nämlich dazu. Also nicht böse sein, wenn du auf einem grauen Feld landest. Hihi, während du durch die Luft gleitest, wirst du auf Bonusringe sowie auf Dodo-Ballons stoßen. Manövriere dich geschickt durch die Bonusringe und erhöhe dadurch deinen Rubin-Multiplikator. Je mehr Ringe du durchfliegst, desto langsamer wird sich auch die Roulette-Scheibe drehen. Somit sollte es dir auch nicht allzu schwer fallen, eine bestimmte Farbe anzufliegen. Aber pass bloß auf, dass du keinen Dodo-Ballon triffst, sonst wird dein Multiplikator zurückgesetzt.
Ach, und den Paraschal kannst du in diesem Spiel nicht verwenden, also bereite dich schon mal auf eine harte Landung vor. Genug, willst du loslegen? Ja. Ja. Ich kann loslegen. Yes. Los geht's! Kanone klar machen! Ich bin so schlecht dabei. Oh mein Gott. Braun ist nix. Na? Ach, null Rubine. Lass dich nicht entmutigen. Versuch's ruhig nochmal. Nein. Also, wenn ich hier ein Herzteil bekommen würde, wäre ich ja dabei. Aber das glaube ich nicht, oder? Kein Herzteil. So, jetzt gehen wir zurück zum Hort. Zum Wolkenhort und machen nachts ein bisschen Dinge in der Ritterschule. Und dann ist auch die Frage, ob wir nachts auch fliegen können, weil wir müssen nachts noch zu Terrys Hütte und wir müssen nachts zur Kürbisinsel, zur Kürbisbar. Okay, rein in die Ritterschule. Also ich habe keine Ahnung. Scheinbar nachts gibt es Frauengeweine, so in der Richtung. Und wir sollen nachts dem einen beim Trainieren zugucken. Schade. Bis nachts. Vielleicht können wir nachts auch einfach fliegen, aber ich glaube es nicht. Oh. Hallo? Eine Unverschämtheit, sich mitten in der Nacht ins Zimmer einer Dame zu schleichen. Ich will jetzt baden. Hättest du also die Güte, mein Zimmer zu verlassen, Link? Allerdings scheint das Bad im Moment noch besetzt zu sein. Wer braucht da drin nur so lange? Entschuldigung. Es hieß, ich darf in jedem Bett schlafen. So, das Bad ist besetzt. Hallo? Ist es Bardo, der weint oder so? Warum ist es so still? Es ist viel zu still. Ist Bardo eigentlich wieder hier? Hey, ich habe keine Angst vor Bardo. Dieses Zimmer gehört jetzt mir. Ja, okay. Ist sicherlich eines der schönsten Zimmer, so wie ich Bardo einschätze. Also, weil der sich das erprügelt hat, ne? Was willst du von mir, Link? Hä? Was ich mache? Ich sehe mir Insekten an. Käfer sind wunderbar. Wie Bardo. Nein, noch wunderbarer. Das soll jetzt nicht heißen, dass Bardo weniger wert ist als ein Insekt. Jedenfalls mag ich Insekten. Ich hätte gerne eine Sammlung verschiedenster Insekten. Nein, besser noch, ich hätte gerne eine ganze Insel voller Insekten. Das ist überhaupt eher die Idee. Link, wenn du Insekten findest, verkauf sie mir doch. Okay? Hihi, bald wird meine Insektensammlung vollständig sein.
Wenn du Insekten verkaufen willst, dann komm zu mir. Ich bin abends normalerweise hier. Ich kaufe aber nicht einfach wahllos jedes Insekt. Was ich kaufe, entscheide ich jeden Tag neu. Und Bardo darf nichts davon wissen. Ach ja, außerdem kaufe ich nur nachts. Ich muss hier auf meinen Ruf achten. Alles klar, Link, ich vertraue dir. Von Insektenfreund zu Insektenfreund. Dann zeig mal, was du für mich hast. Heute kaufe ich folgende Insekten. Wolkenhörchkäfer, Fioriesenkäfer, Magmarienkäfer. Ich verkaufe dir Wolkenhörschkäfer. Ja, ich gebe dir 20 Rubine pro Exemplar. Du hast 2. Ne, ich will gar keinen verkaufen. Lass mal gut sein. Okay, also hier kann man die Insekten loswerden. Sind die jetzt wirklich nur zum Verkaufen da? Das wäre ein bisschen enttäuschend. Dann behalte ich sie einfach. Grußzimmer. Okay, jetzt wird interessant. Der übt ja jeden Abend, ne? Oh Gott. 5, 6, 7. Oh, Link, guten Abend. Was ich hier mache, ich trainiere, wie du sehen kannst. Ich kann nicht einmal ein einziges Fass tragen, das will ich ändern. Denn ich wäre gerne ein bisschen stärker. Aber das Ganze ist mir peinlich, verstehst du? Deswegen trainiere ich nachts, wenn mich keiner sieht. Aber es nützt alles nichts. Ich bin zu erschöpft. Ich glaube, ich gebe auf. Ach, hätte ich nur einen Trank, der mir Ausdauer verleiht, dann könnte ich weitermachen. Nein, ich darf nicht aufgeben. Ich werde alles alleine schaffen. Okay. Nein, also wir müssen jetzt einmal schlafen, bis es Tag ist, weil der Basar ist ja gerade geschlossen. Dann müssen wir uns einen Ausdauertrank machen, dann müssen wir wieder schlafen, bis es abends ist. Aber was hat es mit den Frauenschreien auf sich? Das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Sie ist ja in der Ritterschule, richtig? Das mit dem Schwert ablegen ist ein so geiles Detail. Das wertet jedes Spiel auf. Wirklich, mir fehlen gerade so viele... Nee, hier ist der Eingang. Nee, nicht nochmal. Nicht nochmal, nicht nochmal. Das würde jedes Spiel aufwerten. Diese Idee mit dem, yo, du legst dein Schwert einfach so neben das Bett. Das ist mega immersiv irgendwie. Das heißt, wir kaufen jetzt einen Ausdauertrank, damit der Gruß weiter trainieren kann. Yay, Ausdauertrank. Vielen Dank und vergiss nicht, dass du den Trank verfeinern könntest. Wir nehmen einen Herzenstrank mit. Warum nicht? So, wie ist das mit dem Verfeiner nochmal? Willkommen. Och Mann. Ich bekomme einfach keinen Schlaf mehr. Willkommen im Trankladen. Ist das denn dann dauerhaft? Nee, ne? Aber ich will jetzt nicht einen Trank aufwerten. Das fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an. Das lohnt sich irgendwie nicht. Die armen Insekten. So, die Zukunft will ich nicht wissen. So, was sagst du nochmal? Nachts erklingt beim Wohnheim der Ritterschule. Beim Wohnheim... Wohnheim der Ritterschule. Das ist doch legit das Gebäude, oder? So, jetzt wieder in Grußzimmer, bis nachts schlafen und ihm den Trank geben. Und 5 Punkte kassieren. Hallo? Die letzten Nächte habe ich eine Stimme aus der Toilette gehört. Was könnte das sein, wenn derjenige wenigstens leise wäre? Okay, und nachts auf die Toilette gehen. Ich merke schon, wir haben hier einige Aufgaben. Ich wollte eigentlich geil die dritte Flamme holen und die Prüfung machen, aber wir haben andere Sachen zu erledigen. So, Rittersachen. Bis nachts. Mit dem Schwert ablegen, ich sag's euch. Wenn ihr Spieleentwickler seid, baut das ein. Dieses Schwert zur Seite legen. Total geil. Wir lassen ihn noch ein bisschen üben. Das will er ja eigentlich, ne? 5, 6, 7. Mann, ich bin so kaputt. Guck mal hier, ich habe einen Trank für dich. Wirklich, danke. Du hast es gut bei mir. Aber denk dran, dass das jetzt nur kurz hält, weil du morgen hast du da... Ja, die Müdigkeit verschwindet. Aber, Mann, schaffe ich es jemals so stark zu werden? Ja, klar schaffst du das. Du musst nur dran glauben. Ja, also...
Wenn du so fest daran glaubst, dann könnte ich es ja vielleicht schaffen. Danke, Link. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Ich trainiere weiter. Komm bald wieder und sieh dir an, was ich erreicht habe. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Komm bald wieder. Wo sind meine 5 guten, hier, wie nennt man das nochmal? Gute Tat-Sternchen? Das gibt man doch so Grundschülern und so, ne? Das ist die Toilette. Dori, bist du das? Bitte, irgendjemand, Papier. Bitte, Papier. Welches Papier ist egal? Papier? Hallo, ich brauche Papier. Ich habe Arno schon eine Weile nicht mehr gesehen. Wo er wohl steckt? Das willst du gar nicht wissen. Aber was heißt denn Papier? Papiere hier. Papier. Der Sieg von Link wurde von einem tragischen Ereignis überschattet. Ja, hier ist überall Papier, aber... Papier... Papier. Jeder Schüler hat sich selbst um Ordnung und Sauberkeit seines Zimmers zu kümmern. Toilettenpapier? Ist da jemand auf Toilette und hat kein Papier? Falls ja, wie kann ich denn helfen? Hast du hier irgendwo Papier rumliegen? Oder muss ich jetzt tagsüber da Toilettenpapier holen oder... Wir haben eh keinen Platz. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Komm später wieder. Okay, bis morgens. Wir müssen nochmal jetzt gucken. Also ich bin nicht zufrieden. Das kann nicht sein. Wir brauchen Papier und wir müssen wahrscheinlich zum Itemlager. Papier. Einfach so ein Buch vor den Gruß nehmen, ist doch egal. Richtig gemein. Hä? Oh no. Ach, gebe ich ihn ihr nicht. Was, Link? Schleich dich gefälligst nicht so an. Ich muss etwas, über etwas Wichtiges nachdenken, also schwör ab. Ich helfe dir. Wirklich? Ich brauche deine Hilfe nicht, aber... Vielleicht bist du genau der Richtige. Du scheinst zu wissen, wie man mit Frauen redet, so sehr ich es hasse, das zuzugeben. Gut gemacht. Also Link, ich habe einen Auftrag für dich, du darfst dich geehrt fühlen. Bring dieses Papier zu ihr. Dieses Papier ist wichtig, du musst es ihr unbedingt geben. Warum schaust du zum Klo? Was? Da ist nachts jemand, der Papier will? Was quatschst du da? Das ist nicht einfach Papier, das ist ein Brief. In jedem einzelnen Buchstaben steckt mein Herzblut. Denk nicht mal daran, ihn als Klopapier zu benutzen. Gib diesen Brief einer Schülerin aus der Oberstufe. Sie heißt Giruna. Du weißt, wer es ist, oder? Sie trägt eine runde Mütze und sie ist so hübsch. Ja, so hübsch. Und auf gar keinen Fall gibst du diesen Brief diesem Verrückten da auf dem Klo. Schwör es. Ich vertraue dir meinen Brief an. Und wehe, du liest auch nur ein Wort. Du hast Rex Brief als in Verwahrung genommen. Darin stehen viele persönliche Dinge. Pass auf, dass er nicht irgendwo als Schmierpapier endet. Na dann, Link. Wenn du deine Sache gut machst, darfst du mein Handlanger werden. Und jetzt ab mit dir. Ah, ja, also... ich würde natürlich gerne wissen, was bei beiden Sachen passiert. Aber jetzt wäre ich natürlich nett. Oder... Oder?
Ich meine, er ist jetzt auch nicht gerade der Netteste, aber ich fände es jetzt schon gemein, seinen Liebesbrief als Klopapier zu benutzen. Also das wäre mir ein bisschen too much. Aber ist das wirklich jetzt eine Entscheidungsaufgabe? Verstehe ich das richtig? Wo ist sie überhaupt? Hey, sie muss drin sein, oder? Ja, nee, also ich würde jetzt, wir machen es so. Ich will mich ja nicht spoilern lassen. Sollt ihr im Chat auch nicht machen. Deswegen gehen wir jetzt den Brief, geben ihr den Brief, weil das wäre jetzt so meine persönliche Entscheidung. Wo ist sie denn? Und, ich guck danach nach, was passiert worden wäre, wenn wir das mit dem Klo gemacht hätten. Du willst reden? Hat das nicht Zeit bis morgen? Ja, dann sag mir, wo du morgen bist. Ach so. Dann können wir jetzt mal schnell gucken gehen. Okay, ich weiß nicht, wo sie tagsüber ist und ich habe das Gefühl, die TV-Karte stottert bei der Switch auch echt schlimm, ne? Ich guck mal in den Stream gerade. Da geht's aber. Vielleicht ist es auch wirklich nur die Vorschau. Das kann ja auch sein. Mal gucken, ob der schon Muckis bekommen hat. Ja, wir müssen die suchen. Die ist irgendwo. 55, 56, 57? Guten Abend, Link. Ich habe weiter trainiert, aber ich komme irgendwie nicht voran. Vielleicht bin ich einfach wieder zu schlapp. Sag mal, Link, hast du vielleicht noch so einen Ausdauertrank? Nein, nein, ich darf mich nicht immer nur auf andere verlassen. Ich werde es alleine schaffen. Ach, weißt du, Groß, manchmal muss man einfach sich einfach helfen lassen. So. Okay, also wer auch immer da auf Klo ist, hat Pech gehabt. Der Brief wird nicht als Klopapier benutzt. Die Frage ist halt wirklich nur, wo sie ist, ne? Ach, wie mache ich Kuku nur auf mich aufmerksam? Hallo Link, was willst du? Sie mag Rex nicht. Sie mag Rex nicht. Ah, was tue ich? Okay, sie mag Rex nicht. Sie mag Kuku, die passen auch viel besser. Rex ist nämlich ein bisschen schmierig. Ah. Hast du mich etwa gerade gehört? Ja, aber wir können es nicht. Es geht nicht anders. Ein Brief für mich? Vielleicht von Kuku? Naja, dann doch nicht. Was soll das? Das ist nicht lustig. Scheiße. Ah, oh, ich kann aber doch jetzt nicht... Ah, oh, ich kann nicht das als Toilettenpapier benutzen. Das ist mega gemein. Das ist so gemein. Ah, na, du wirkst schon wieder viel fröhlicher. Och, Mann. Also, ich sag mal so. Ich behaupte mal, die will nichts von Rex. Damit würden wir mehr Hilfe leisten, wenn wir den Brief als... Außerdem hat er gesagt, ich werde sein Handlanger. Das ist mega doof. Aber andererseits kann ich ja keinen Liebesbrief... Aber andererseits möchte ich gerne wissen, was passiert. Ich will wissen, wer da auf Toilette ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich brauche einen Ausdauertrank. Ja, ja, nehme ich. Stimmt, wir müssen ihn ja auch noch nachts aufsuchen. Der hat ja auch noch irgendwie Schlafprobleme. Das ist alles schwierig. Also wir machen es jetzt einfach mal so, dass wir das als Toilettenpapier benutzen. Aber auch nur, weil sie gesagt hat, dass sie kein Interesse hat, okay? Ich würde niemals einer Liebe im Wege stehen, außer ich in der aktuellen Situation hat jemand wirklich auf der Toilette Probleme. Und wir müssen einen Brief überbringen an jemanden, der ihn gar nicht haben möchte. Weil vielleicht sagt sie ja auch, der ist ja süß geschrieben, ne? Und dann würde ich jetzt deren Traum
Beziehung zerstören. Ach, Link, ist das noch ein Ausdauertrank? Ja, bitte, hier. Danke. Och, Mann, das ist so nett. Boah, die 50 Rubine kriegst du nie von mir. Oh, Mann. Ja, ich fühle mich schon wie neu geboren. Meine Müdigkeit ist verflogen. Manchmal mache ich mir Sorgen. Wird das ewig so weitergehen? Wie lange muss ich so weitermachen, bis ich stark werde, Link? Was denkst du? Wie viele Liegestützen muss ich wohl noch machen? Das ist unwichtig. Du musst nur zu dir selbst finden. Unwichtig? Natürlich, das ist das genial. Ich muss so viele machen, dass ich vergesse, wie viele es waren. Die Masse macht's. Es ist alles klar, ich werde ganz stark sein. Komm bald wieder. Boah, machen wir es jetzt wirklich. Oh, ich liebe es, wenn man in Spielen gehen kann, ne? Okay. Papier, du hast mir Papier gebracht. Ich mache jetzt die Tür auf. Bitte komm herein. What the fuck? Ich dachte, hier ist jemand auf Klo. Klotilde. Ich will niemandem etwas tun, ich will nur Papier. Papier für mich, ich bin so glücklich. Aber es sieht aus wie ein Brief, muss mir das wirklich geben. Danke, ich werde es ganz behutsam verwenden. Aber ich bin eine Dame, also frag nicht wofür. Wir sehen uns wieder, mein edler Ritter. Ich habe ein leicht schlechtes Gewissen. Okay? Okay? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Link, ich werde stärker. Okay, dann schlafe ich nochmal bis morgens und dann bis abends und dann fragen wir ihn nochmal. Und jetzt reden wir nochmal, oh Gott, mit Rex. Und, ja, ich glaube nicht, dass wir... Wir haben keine Punkte bekommen. Vielleicht hätte ich doch einfach Rex helfen sollen, ha? Huh? Hey. Link, hast du ihr meinen Brief gegeben? Ja, also es war so, Nein, nein, du hast ihn der Verrückten auf dem Klo? Ich hab dir gesagt, dass du das nicht tun darfst. So oft habe ich es dir gesagt. Leute wie du, die der Liebe anderer im Weg stehen, sollten von einem Vogel getreten werden. Ich bin ab jetzt nicht mehr dein Freund. Wie ich dich hasse, Link. Oh mein Gott, wir sind so scheiße. Was willst du noch, Link? Du hast mich tief verletzt. Ich kenne diese Verrückte vom Klo nicht, aber dass du ihm den Brief gegeben hast, war einfach ein Schock. Wie konntest du nur... Ja, also es war so, dass ich doch mit ihr geredet habe, Mann. Sag das doch ruhig, Link. Verteidige dich. Ich habe mir ja was dabei gedacht. Die hätte ja niemals sich gefreut. Die wollte ihn ja gar nicht haben. Hi. Hallo, Link. Irgendwie wirst du in letzter Zeit immer attraktiver. Diese Uniform steht dir. Man hat das Gefühl, sich auf dich verlassen zu können. Sorry, ich mag Zelda. Okay, wer ist denn hier auf dem Klo jetzt? Das ist eine wieder durchgeknallte Aufnahme ohne Ende, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, dann schlafen wir jetzt nochmal bis nachts. Und dann gehen wir auch nochmal zum Trankmischer. Bis nachts. Kann ich nachts fliegen? Nein, oder? Ich bin immer davon ausgegangen, dass es nicht geht.
3985, 3986, 3987, 3988. Ah, ich könnte noch ewig so weitermachen. Hey Link, gut, dass du hier bist. Ich wollte dich etwas fragen. Also ich habe jetzt mal wieder versucht, ein Fass hochzuheben und es ging mit nur einer Hand. Das heißt doch, dass ich jetzt stärker geworden bin, oder? Ja, du bist echt stark. Wirklich, danke, ich bin so glücklich. Ich habe es nur dank dir so weit geschafft, Link. Ohne dich hätte ich einfach aufgegeben. Ich danke dir von ganzem Herzen, Link. Yay! Yay! 25. Ich trainiere weiter. Als nächstes will ich ein Fass mit nur einem Finger hochheben. Ja, mach mal, aber bitte lass die Ausdauertränke weg. Auf lange Sicht haben die bestimmt irgendwelche Nebenwirkungen. Ich überlege die ganze Zeit, wo Bardo jetzt auch sein könnte. Ja, wir hätten den Brief, glaube ich, geben sollen. Das war, glaube ich, gemein. Hilfe! Du bist der galante junge Mann von neulich. Schön, dich wiederzusehen. Dank dir habe ich meine große Liebe gefunden. Ihn hier, weil du mir diesen Brief von ihm gebracht hast. Durch diesen wunderschönen Liebesbrief habe ich mich im Handumdrehen verliebt. Er füllt mein Herz aus, lässt es höher schlagen und im selben Moment stillstehen. Ich fühle mich so lebendig. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ach, Geliebter, ich bleibe für immer bei dir. Ja, man könnte jetzt sagen, geschieht ihm recht, weil der ja auch so ein Mobber war, oder? Der war ja schon mit Bardo so ein Arsch. Ich versuch's mir gerade zu rechtfertigen, dass es in Ordnung war, was ich gemacht habe. Schönes Detail, dass man da jetzt auch nochmal hingehen muss. Hat einem ja keiner gesagt an dieser Stelle. Okay, dann gehen wir jetzt. Warum ist die Badezimmertür jetzt abgeschlossen? Das wissen wir noch nicht, ne? Dann gehen wir jetzt raus Richtung Trank. Die ist abgeschlossen, ne? Komisch. Ah, da schreit wenigstens keiner. Okay, wir haben Klohilde und Rex zu einem Paar gemacht. Mit einseitiger Zustimmung. So. Können wir nochmal mit dem reden eigentlich? Hier so unter Rittern. Ich bin ja jetzt ein richtiger Ritter geworden. Hey Link, pass bloß auf. In der Nacht sind allerlei Monster unterwegs. Ich mache hier meinen Rundgang und sehe nach dem Rechten. Du bist klasse. Ja, eines Tages wirst du auch so stark sein, Link. Ja, ja, ich weiß, wer wieder geredet hat. So, okay. Können wir fliegen? Nein. Jo, der hat einen Hut auf. Oh, das ist jemand anderes. Vorsicht, Neuanwärter. Wenn du dich so anstellst, wirst du nie ein Ritter werden. Und vergiss nicht, dass nur wir Ritter von den Luftrettern dazu befugt sind, nachts Wolkenvögel zu reiten. Schreib dir das hinter die Ohren. Okay, das heißt, ich komme immer noch nicht. Ich kann die Nachtaufgaben nicht machen. Okay. Was ist denn das hier? Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Sammle. Eins? Ah ja, stimmt ja. Er hat ja auch gesagt, man kann die auch so sammeln. Ja, 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 ja. Nur nachts. Ich erinnere mich. Nur nachts. Alles eine Frage des Rhythmus. So. Ich
Ich weiß leider nicht mehr auswendig, wo wir den Trankmischer finden. Da ist die Werkstatt. Das könnte hier sein. Nee. Das war das staubige Haus, oder? Trankbrau, doch. So, er hat ja gesagt, dass er nachts nicht mehr schlafen kann. Jetzt ist die Frage, warum? Klohilde. Weil die schnarcht wahrscheinlich, ne? Sieht aus, als bekäme ich heute wieder keinen Schlaf. Warum? Es ist nett, dass du dir Sorgen machst. Das Weinen meines Kindes hält mich Nacht für Nacht vom Schlafen ab. Normalerweise schläft mein kleiner Wunderproppen tief und fest, aber ohne sie... Sie? Die Rassel. Mit ihr schläft das Baby sofort ein, aber wir haben sie neulich verloren. Ein Vogel hat sie sich geschnappt und ist dann weggeflogen, dachte, es wäre etwas Essbares. Natürlich konnte er sie nicht fressen, also denke ich, dass sie hier im Dorf sein muss. Aber ich konnte sie nicht finden. Vielleicht findet sie ja jemand für mich. Oh... Würde doch nur jemand die Rassel finden. Sie muss irgendwo hier im Dorf sein. Sag nicht, die ist da oben drauf. Die ist da oben. Da in dem Vogelnest. Da oben. Wisst ihr noch? Da, wo die Boeing-Statue war. Ja, dann gehen wir jetzt einmal zu unserem dämonischen Freund. Aua! So viel zu keinen Fallschaden, ne? Runny, 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 run. Wir haben ja die 30 zusammen. Yay. Wir bekommen ein Herzteil. Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Nimm dies hier. Das ist krass. Das ist eine ganze Menge Juwelen der Güte, die du da gesammelt hast. Nur noch ein wenig mehr und ich kann endlich ein Mensch werden. Ach, ich würde so gerne ein Mensch sein. Bitte komm zu mir, wenn du 40 Stück hast. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dein Schwert hat an Macht gewonnen, weshalb du mit der Aurasuche Juwelen der Güte suchen kannst. Achtung, du solltest diese Tore besser nicht öffnen. Dort drin befindet sich etwas Gefährliches. Ich will aber. Ich sagte doch, öffne sie besser nicht. Nun, darin befindet sich die wohl furchterregendste Medaille, die es gibt, die Dämonenmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du auf allen Reisen viel mehr Rubine finden als zuvor. Auch Schätze werden dann leichter zu finden sein, doch im Gegenzug. Oh. Das klingt aber schön. Nun, wenn du dir es dir anhörst, dann verstehe ich schon, dass es sehr verlockend klingt, also bis hierher. Das Schreckliche daran kommt erst noch. Wenn du diese Medaille bei dir trägst, kannst du deine Tasche nicht mehr öffnen. Und das bedeutet, du kannst auch keine Herztränke mehr zu dir nehmen und kein Schild mehr einsetzen. Verstehst du nun, was ich vorhin mit furchterregend meinte? Ich bitte dich, öffne die Truhe nicht. Das ist eigentlich voll geil, weil ich eher ohne Schild spielen will. Du hast die Dämonenmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Rubine und Schätze stoßen. Also Vorsicht, ein Fluch lastet auf dir, der dich am Öffnen deiner Tasche hindert. Deine Tasche ist voll, deswegen ist sie im Itemlager. Das ist ja praktisch. Oh, du hast die Truhe also doch geöffnet. Die Gier der Menschen ist eine sehr gefährliche Macht, aber genau das macht die Menschen so interessant. Solltest du deine Taschen doch wieder öffnen wollen, bringe die Medaille doch einfach ins Itemlager. Ich muss sagen, dass 40 jetzt noch nett ist. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet als 40. So, okay. Also ich vermute, die Rassel ist oben im Vogelnest auf dem Turm und dafür muss ich dahin gleiten, was absolut anstrengend wird, glaube ich. Ich weiß es natürlich nicht, aber es ist so meine Vermutung. Weil wir jedes Mal wieder hoch müssen. Ich meine, es kann auch sein, dass ich mich irre, aber... Da hinten mit dem Vogel und so...
Ich denke mal schon, ne? Ist halt mega der lange Weg. Der lange Weg, ne? Ja. Okay. Ciao. So. Wir fallen einfach nicht mehr runter. Nein, lass mich in Ruhe. Aber hier bin ich gut. Hier, das ist eine schöne Stelle. So, einmal rüber. Und dann da oben dran. Hey! Hört bloß auf, ja? Greifhaken. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Zack. So, dann einmal hoch und da dran, zack. Und geht das von hier aus? Okay. Und hoch und hoch. So. Oh. Kann ich das bekommen, ohne runterzufallen, bitte? Okay, ein Juwel der Güte. Sehr schön. 32. Nice. Ist da eine Rassel drin im Nest? Ich kann es halt gar nicht erkennen, ne? Aber ich habe was Neues verstanden gerade. Ups. Moment. So. Das hier unten sind Quest-Items, oder? Kann das sein? Das ist der Brief, den wir, ihr wisst schon. Keine Rassel. Doch, eine Rassel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, zum Wegpusten. Kriegen wir hin. Aha. Du hast eine Rassel erhalten. Von vielen Babys heiß geliebt. Wer mag diese Rassel wohl verloren haben? Da habe ich so eine Ahnung. Und ich glaube, wir könnten endlos viel Geld damit erpressen. Aber wir sind ja nicht böse, ne? Oh mein Gott. So, und dann haben wir fast die 40 zusammen, ne? Ja, aber mit diesem Dämonenmedaille ist trotzdem interessant für uns. Ich spiele ja eh ohne Schild und so, also eigentlich. Das ist ja die Rasse, du hast sie gefunden. Gut. Und jetzt ist Bettchen. Bettchen. Sieh dir das an. Das Baby scheint sich beruhigt zu haben und schläft sicher bald ein. Endlich kann ich wieder schlafen. Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Yay. Zack. 37. Jetzt kann ich endlich wieder schlafen. Vielen Dank. Ja, Tatsache. Das heißt, es fehlt noch ein Quest-Item irgendwie. Das sind so Quest-Items hier unten. Okay, ja, dann sind wir mit dem Spiel ja sozusagen fast beinahe durch, oder? Ist das vielleicht von der Kürbisbar? Aber da komme ich aktuell einfach nicht hin. Komm schnell zu mir. So. Okay, ich versuche jetzt mal kurz. Irgendwo hier. Ob wir hier wirklich genug haben, dass wir die 40 voll bekommen, das interessiert mich noch. Hier unten? Hier vielleicht? Ah ja. 38. Dann in der Richtung hier irgendwo. Rau.
run, run. Run, 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 run. Über die Brücke. Oh mein Gott. Hier drauf. Okay. Das ist 39 schon? 39? Ja komm, jetzt muss es 40 auch noch geben, bitte. Irgendwo da. Vielleicht oben drauf, auf dem Turm. Oder? Ja, da, ich sehe sie. Okay, dann haben wir 40 zusammen und können nochmal uns eine Belohnung holen. Cool. Run, run, run. Bin gar nicht da. Ah, schon krass, wie es hier einfach von Dämonen, von Monstern überlaufen ist nachts, ne? Und? Yay, 40! Keine Ahnung, wie viele es gibt. Noch mehr scheinbar. In dieser Richtung. Wow, wow. Bin gar nicht da. What? No, ich habe aus Versehen ein Schild zerschnitten. Nicht sehr ritterlich. Hallo, Coco. Da oben drauf? Drauf oder drin? Ich würde jetzt sagen drin, oder? Wir gehen mal in die Übungshalle. Oder hier ist eine Aufgabe. Aber was kann ich mir nicht vorstellen. Dim, dim. Hallo? Nee, drin macht ja auch keinen Sinn so richtig. Vielleicht der Skarabäus? Kann er die sammeln? Na, wir gucken nochmal. Vielleicht einfach mal drüber fliegen? Ich sehe es aber doch gar nicht, ne? Es ist halt hier drin. Was zum Teufel? Es muss hier drin sein. Es muss hier drin sein. Da oben! Yay! Okay, das kann also auch im Gebäude zeigen. Das ist natürlich sehr wichtig, das zu wissen. Wie viele gibt's denn davon? Weil nicht, dass es genau 50 gibt und wir jetzt gerade hier die letzten 5 sammeln oder so. Hier drin? Also ich würde sagen, hier drin. Aber...
Oder es gibt halt 50 und wir können 45 so sammeln. Ich finde das total komisch, ne? Weil ich dachte, dass es vielleicht ein paar gibt. Hier drin. Ja, aber hat das auch ein Ende oder ist das jetzt quasi, bis ich keinen Bock mehr habe? Oder wie ist das? Okay, das ist die Ritterschule, ja? Drinnen. Okay, ja, ich bin verwirrt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht 5 sammeln können, dass dann ein Konzept gibt. In Zeldas Zimmer. Okay, da kommen wir nicht rein. Okay, wir kommen also irgendwann in Zeldas Zimmer. Das ist gut zu wissen. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Dämon. Und das Thema ist damit erstmal erledigt. Wir kommen nachts auch... Okay, es ist eh abgesperrt. Wir kommen nachts ja auch nicht raus. Wir können ja auch tagsüber zum Dämon gehen. Das heißt, wir warten. Wir schlafen jetzt bis tagsüber. Und ich würde eigentlich noch gerne die Prüfung machen, die letzte. Aber wir sind schon bei 1 Stunde 23. Mal gucken. Also ich mache keine 2, das wäre zu lange. Aber wir können ja so 2 Stunden machen. Da bin ich recht flexibel. Ich habe eigentlich Durst, aber... Vielleicht reichen die auch schon. Vielleicht ist das auch Gimmick. Vielleicht braucht man nur 40. Ich weiß nicht, wie da der Zähler ist. Es gibt auf jeden Fall noch für irgendeine Nebenaufgabe ein Item, das wissen wir. Wir haben auch keinen Platz, ne? Wir haben eigentlich eine Flasche zu viel. Dann bekommt man keinen Fallschaden, also einmal kurz dranhängen. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen aber auch nochmal zum Item. Ah, wir müssen eh noch den Bogen aufwerten. Ja. Habe ich mal Probine dafür? Oh no. Oh, du hast wirklich viele Juwelen für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist eine ganze Menge Juwelen, die du gesammelt hast. Nur noch ein wenig mehr. Ja, und dann bin ich ein Mensch. Ich brauche nur 50 Stück. Also noch eine Nebenaufgabe. 5 und dann fehlen noch ein paar, die wir hier suchen müssen. Verstehe ich richtig, ja? Und die Nebenaufgabe, weiß ich nicht, wo die ist. Vielleicht kommt die auch erst, wenn wir irgendwas machen. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist noch eine Nebenaufgabe und ein paar, die wir sammeln müssen. Das macht Sinn. Aber mit den Rubinen können wir jetzt perfekt unseren Bogen upgraden. Das ist doch nice. Und dann packen wir noch schnell eine Flasche ins Itemlager. Hm, dann haben wir immer noch 2 Ersatzflaschen. Eine leere. Wobei wir den heiligen Schild eigentlich auch wegpacken können, ne? Wenn der so schnell kaputt geht. Ich zieh's einfach jetzt durch und wir spielen ohne Schild. Wie war's damit? Bis wir den Hylia-Schild bekommen.
Okay, und dann packen wir jetzt, Hallo? Hey! Item verbessern? Und zwar den Bogen. Go! Erhöhte Angriffskraft. Okay! So, hier ist er. Yay, der Eisenbogen! So, gibt's noch eine Stufe? Yo, heilig! Von den Göttern gesiegt. Das ist sogar easy zu machen. Nur Wüstengras. Eieiei. Na, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Willkommen, Item. Du bist so anders. Das glaube ich nicht, oder doch? Es ist nicht so, dass ich jetzt ganz aus dem Häuschen wäre, aber so oft wie du jetzt bereits bei mir warst, bist du eben schon mehr als ein normaler Kunde für mich. Was sage ich da eigentlich? Entschuldige bitte, ich bin etwas neben der Spur heute. Also, was willst du? Das Itemlager benutzen? Ja. Alles klar, bitte sehr. Tut mir so leid. Die würde, glaube ich, gerne irgendwas ganz doll Erfolgreiches machen. Vielen Dank. So. Damit bin ich offiziell zufrieden. Ich weiß nicht mit der einen Aufgabe, ob ich die verpasst habe, wo die ist, ob die noch kommt, keine Ahnung. Aber, Rhabarber, wir gehen jetzt nach Eldin. Ich möchte gerne die Prüfung noch machen. Und wenn wir die... Jetzt lande ich hier aus Versehen drauf. Und wenn wir die Prüfung gemacht haben, machen wir einen Cut. Und morgen gibt es dann den Tempel, also diesen zweiten Teil der Aufgabe, ihr wisst schon. Rot... Duh. Okay, ich habe aber keine Ahnung, wo genau wir hin müssen. Ne? Ich würde einfach mal wieder sagen, wir gehen mal so Vulkanaufstieg, Vulkanaufstieg. Ich habe so Vulkanaufstieg. Okay. Ja, aber den Drachen in der Wüste haben wir jetzt wirklich ja gar nicht getroffen, ne? Wir sind im Vulkan Eldin angelangt. Suche mit der Aurasuche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Really? Oh mein Gott. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz. Irgendwie aber eine coole Vorstellung, oder? Dass das Master Sword ja eigentlich immer Pi ist, oder? In jedem Zelda-Teil, in gewisser Weise. Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Also fürs Protokoll, ist hier. Genau da, wo ich hingereist bin. Das ist schon cool. Das könnte richtig schwer werden.
Gebieter Link. An diesem Ort wird deine Kraft auf die Probe gestellt. Dies ist Dins Seiren. Um die letzte der Flammen, die dein Schwert stärken muss, zu erhalten, ist diese Prüfung zu bestehen, Gebieter. Bringe das Seelengefäß zurück. Brauchst du weitere Anweisungen? Nein. Okay. Dass man auch direkt am Anfang schon hier einen Arsch aufgerissen bekommt, ne? Dass man direkt dieses... du hast eine von Dins Tränen erhalten. Ihre heilige Macht hindert die Hüter für 90 Sekunden daran, sich zu bewegen. Aber auch irgendwie geil, dass wir ja in Tears of the Kingdom die Drachentränen sammeln von Zelda. Wenn man mal so überlegt, dass man hier jetzt auch diese Tränen hat und so. Da ist keine, ja? Ich glaube, ich müsste mich ein wenig mehr auf oben konzentrieren, ne? Kannst du das hier mitnehmen? Okay. Ich meine, zeitdruckmäßig geht's ja eigentlich, ne? Wie wir einfach Klohilde den Brief gegeben haben. Ich komme da noch nicht so richtig drauf klar. Aua. Die Vorstellung, jemand würde das mit meinem Brief machen. Da, 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 da. Oh, man kann schnell krabbeln. Das wusste ich gar nicht. Kann ich drauf... Muss ich drauf balancieren? Ich habe ja keine anderen Probleme, ne? War es dann hier unten mit den Tränen schon? Sieht so aus, ne? Okay. Nichts passiert. Das war aber sehr nett, dass man da jetzt nicht automatisch im Gesehen-Modus gelandet ist. So, schön weiterschlafen. Danke. So, ist das Problem, dass ich jetzt echt lang brauche, bis ich den nächsten bekomme, ne? Ich hätte mal einen liegen lassen sollen hier. Strategisch clever. Oh.
Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Ist ein bisschen doof. Okay, das passt, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird richtig knapp, glaube ich. Okay, aber wir haben hier... Okay, es geht jetzt hoch. Und dann haben wir hier oben jetzt direkt eins, oder? Ja, das ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm, weil wir hier ja welche haben, glaube ich. Zum Beispiel hier links. Den ich nicht einsammle. Oh mein Gott. Ja, aber dann können wir ja jetzt eigentlich die ganze Zeit... Willkommen im Livestream. Heute ohne Chat. Nee, nicht ohne Chat. Ich bin nur sehr fokussiert aufs Spiel. Willkommen im Livestream. Ich bin so 80 Stream, 80 Spiel, 20 Chat, weil ich gerade hier auch eine Prüfung mache, bei der ich aufpassen muss. Okay, und wieder runter. Wo war das jetzt? Scheiße, hier links. Aber wie... Ich hab links. Wie komme ich... Ich drück links, aber er geht nicht nach links. Link will nicht nach links. Oh mein Gott. Wie komme ich an dem jetzt vorbei? Ach, das ist ja kacke. Also wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich erst hier oben holen. Das ist ja mega nervig. Ist das ein Scheiß, sorry. So, jetzt gehen wir erst hoch und holen erst oben alle. Aber das war mir jetzt eine Lehre schon mal. Erst runterrutschen und einsammeln und dann, Ah, da oben wäre auch eins gewesen. Okay, das hätte mir bedingt geholfen. Wir müssen hier die Einsätze... Vor allen Dingen ist hier auch das Wasser hier, da muss man auch noch aufpassen. So, wie bekomme ich das jetzt hin? Ich muss ja jetzt irgendwie hier links. Links, links, links. Ja, mein Gott. Und an dem Wasser vorbei, oh Gott. Bitte vorbei, danke. So, da war aber noch eins auf der Strecke, oder? Jetzt muss ich die unten auch alle nochmal sammeln. Oh, das ist ja nervig. Das lassen wir auch mal liegen. Jetzt machen wir es mal ganz clever. So. Ja, ich mache mal schnell nochmal die Prüfung, ne? Ich höre mich noch. So, war hier jetzt noch eins? Auf der Bahn? Da ganz links, oder? Ganz links. Da drauf, scheiße. Okay, dann nehmen wir jetzt, nehmen wir jetzt das hier mit. Und ab nach oben. Oh, okay. Wie war das nochmal? Rechts und dann, rechts und dann nochmal rechts, dass man da oben drauf kam. Wie war das nochmal? Genau, dann hier drauf.
So, und dann holen wir jetzt die oben, die fehlen. Auf der Schräge oder so sind ja noch welche, weil die hier unten waren ja easy. Die waren ja gar kein Problem. Das heißt, wir können jetzt ganz entspannt nach oben. Und dann holen wir hier unten die einfachen, in Anführungszeichen. Weil ich gerade auch gar nicht weiß, wie ich da hochkomme. Ich muss ja die Schräge hoch, ne? Okay, also hier rein. Ah, okay. Alter. Oh mein Gott. Wer hat das gemacht? Das war ja sowas. Hier, es ist doch voll gemein. Auf der Schräge. Was soll das denn bitte? Oh mein Gott, ich hasse es. So, jetzt nur noch die unten, okay? Bleib bitte Scheiße. Alter, ist das dämlich. Man kann doch beim Rutschen so schlecht steuern. Oh mein Gott. Wo komme ich gut an einen ran? Hier nicht. Oh mein Gott. Also das war nicht geil. Gar nicht geil. Oben ist noch einer. Der mit der Luft. Ich habe einen vergessen. Den müssen wir dann am Ende noch holen. Ich habe einen vergessen, einen einfachen eigentlich. Fällt mir gerade ein. Ja. Dann lassen wir den mal liegen fürs Ende. Für Puffer. Alter, ich krieg ein Rad ab, ne? Warum geht jetzt alles schief? Okay. Es ist ja eigentlich entspannt. Also eigentlich sollte es jetzt funktionieren. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Probleme ausgelöst und haben es irgendwie trotzdem geschafft. Ach, ich muss ja so kurz vergessen, wie man schwingt. Genau so wollte ich, Link, dass du springst. Ich bin ein bisschen angespannt, weil es sonst immer so gut geklappt hat. Und jetzt gerade fühle ich mich so ein bisschen gestresst. Okay. Schön da bleiben. Lieb. Okay, und balancieren. Links, rechts, links, rechts. Was sind denn die ganzen Fehlenden eigentlich? Eins, zwei, drei, okay. Es sind noch vier. Also hier schon mal eins. Eins ist noch oben da in dem heißen Raum, in dem man eigentlich nicht weiterkam. Ich weiß auf jeden Fall, wo noch eins ist. Muss ich hier leider einmal komplett außen rum gehen.
So, jetzt haben wir noch das eine, was ich bewusst zurückgelassen habe, und das eine oben im Lavaraum. Und da müssen wir zurück, dafür müssen wir noch einmal wahrscheinlich die Rutschpartie machen. Aber auch das sollten wir hinbekommen. Dass mir aber auch instant gesehen wird, ne? Mein Gott, war das schon wieder knapp. So, noch eins. Hep. Okay, sehr nett. Es hat geklappt. Okay. Ab. Nach oben und dann haben wir alle. Okay, also der Schlüssel ist auf jeden Fall erst hier oben zu holen und nicht unten. Sehr wichtig. So, hier ist ein Mond, den ich die ganze Zeit liegen gelassen habe. Danke. Und hier ist unsere letzte Träne. Du hast alle gefunden! Way. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich runterkomme ohne Rutsche? Nee, ne? Ich kann nicht in den Strudel springen, oder? Nee. Scheiße. Okay, also jetzt noch einmal durch die Rutsche durch, aber einfach nicht ins Wasser kommen. Oh mein Gott. Okay. Hier gehen wir einfach oben drauf. Easy. Zack. So. Und hier runter. Zack. Nicht ins Wasser kommen, bitte. Sehr schön. Dann hier drauf. Weiter. Oh mein Gott. Willst du mich verarschen, Link? Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, ich, also es ist schon echt, tricky. Eieiei. Also das, ja, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Sagen wir es mal so. Du hast die Feuerohrringe erhalten. Einer der drei Schätze der Göttin. Mit ihrer Hilfe kannst du selbst der größten Hitze trotzen. Damit können wir jetzt oben weitergehen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir mussten übrigens Gott sei Dank in Ranel nicht nochmal in den alten Schrein. Tempel. Ihr wisst schon. Gott sei Dank. Yay! Hey, wir haben neue Ohrringe. Die sind jetzt rot. Cool. Willkommen zurück, Gebieter. Ich schätze, dass dir die Feuerohrringe erlauben, in den heißen Bereich einzudringen. Ich empfehle, dort nach der heiligen Flamme zu suchen. Und das ist hier. Alles klar, ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal. So, speichern. Zack. Speichern. Sehr schön, das war eine Menge Nebenaufgaben. Wir haben auch ein paar Kisten gesammelt und so weiter und so fort. Wir haben Items gesucht, Rassel und hier Roulette-Scheibe und so weiter und so fort. Und wir haben sogar die Prüfung noch geschafft. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann auf jeden Fall die letzte Flamme sichern und damit unser Schwert vollständig, wie war das, reinigen hieß es, glaube ich. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid dabei. The Legend of Zelda Skyward Sword, ich... Ja, es ist halt wirklich... Es fühlt sich an wie ein... Ja, wobei Twilight Princess mit dem Wolf rumreiten. Es fühlt sich an wie ein experimentelles Twilight Princess, bei dem man gedacht hat, komm, wir hauen mal Bewegungssteuerung rein. Es ist eine ganz einmalige Erfahrung, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, mit positiven und negativen Elementen. Ne? Dass es teilweise hakelig ist, okay, aber wenn man dann das Schwert in den Boden rammt und man rammt auch wirklich den Joy-Con gefühlt in den Boden, das ist schon geil. Ne? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Im Livestream geht's jetzt noch weiter. Bleibt dran, kurze Pause und dann starten wir richtig durch. Und ich muss nur kurz hier mein ganzes Setup wechseln. Also vielen Dank fürs Zuschauen bei The Legend of Zelda Skyward Sword und bis zum nächsten Mal. Ciao.